Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über Selbstverletzung und wer hier gelandet ist, weil er etwas erwartet zum Thema sich ritzen oder ähnliches, den muss ich enttäuschen. Es geht um Selbstverletzungen in einem etwas allgemeineren Sinne, in einem vielleicht auch allzu allgemeinen Sinne, einem auch vielleicht teilweise assoziativen Sinne, aber ich bin einfach verdorben dadurch, dass ich halt beruflich Coach bin und als Coach hat man professionell eigentlich die ganze Zeit mit Selbstverletzung zu tun in einem etwas weiteren Sinne, also in dem Sinne, dass Menschen sich durch ihre eigene Verhaltensweise selber schaden. Man könnte zum Beispiel auch behaupten, dass dort, wo keine Selbstverletzung vorliegt, es auch gar keinen Coaching-Bedarf gibt. Also es gibt dann keinen Grund, was zu ändern oder es gibt keine Möglichkeit, was zu ändern für den Menschen, weil es eben keine Selbstverletzung, sondern eine Fremdverletzung ist. Aber wenn man eben professioneller Coach ist und das also seit vielen Jahren mit einer gewissen Intensität hat, hat man die ganze Zeit zu tun mit Menschen, die sich selbst verletzen, also die sich durch ihr eigenes Verhalten selber schaden. Und das, obwohl andere Verhaltensweisen zur Verfügung zu stehen scheinen, die leicht an dieser Selbstverletzung etwas ändern können, also auch ohne einen gewaltigen Bedarf an Selbstveränderung, also ganz leicht erscheint es so, zumindest von außen, könnten diese Menschen etwas tun, um sich weniger selbst zu verletzen. Und dann kommt noch hinzu, ich bin auch selber ein Betroffener, also ich kann selber mir dabei zuschauen, wie ich also verschiedene Verhaltensweisen kontinuierlich an den Tag lege, immer wieder an den Tag lege, die eigentlich den Tatbestand der Selbstverletzung erfüllen. Einer von vielen ist zum Beispiel, ich schlafe relativ wenig. Ich habe zwar unterschiedliche Phasen, mal ist das schlimmer, mal ist das besser, aber im Allgemeinen schlafe ich extrem wenig und irgendwann werde ich die Rechnung dafür bekommen, einfach, dass ich viel zu wenig schlafe. Und man kann nicht sagen, dass ich nicht wüsste, was ich da tue. Ich habe nämlich, bin ich als relativ junger Mann schon damit konfrontiert gewesen, ich glaube mit 19 oder 20, dass im Betrieb meiner Mutter, damals gab es noch Zivildienstleister, einen Zivildienstleister, den ich auch persönlich kannte, von ferne, auf der Leopoldstraße in München tot zusammengebrochen ist und der hat über Wochen, Monate, über lange, glaube ich, relativ lange Zeit nur 2, 3 Stunden pro Nacht geschlafen. Also er hat behauptet, er bräuchte nicht mehr und ist dann einfach mit 19 tot zusammengebrochen. Also das hat mir damals sehr zu denken gegeben, aber es ändert wenig an meinem Verhalten und insofern sehen wir, dass oft Einsicht relativ wenig hilft bei Selbstverletzung und viele Menschen machen Dinge, die ihnen selber schaden, wissentlich, manche vielleicht auch spüren es zu spät, dass es ihnen schadet oder ihnen fehlt der Grund, dass sie es zu beenden. Und vielleicht hat eben auch Selbstverletzung im weitesten Sinne eben auch viele, viele Funktionen. Und es scheint nur von außen so, dass es eben grundlos ist, dass es eben sozusagen in der internen Logik des Menschen sehr viel Sinn macht. Und dann ist eben die Frage, ist diese Selbstverletzung wirklich so leicht zu vermeiden, wie es scheint? Wenn man jetzt wie ich Tag ein, Tag aus mit Menschen zu tun hat, die sich selbst verletzen, könnte man auch in Abrede stellen, dass das überhaupt ein persönliches Thema, ein individuelles Thema ist, also wie man es eben im Coaching bearbeitet, weil es möglicherweise eben Gründe gibt, die gar nicht so viel mit dem einzelnen Menschen zu tun haben, dass das so weit verbreitet ist. Und dann müsste man allerdings denken, dass eben Selbstverletzung eben nicht einfach ein, so nach der Devise ein naturaler Trait ist bei Menschen im Sinne von, das tun halt Menschen so oder das passiert bei Menschen so leicht, sondern dann würde man denken, dass etwas mehr dazu gehört, wenn sich das sozusagen epidemisch ausbreitet. Also Menschen, die reihenweise verschiedenste Verhaltensweisen an den Tag legen, mit denen sich selber schaden und wenn das also eben nicht nur ein paar wenige Hanseln in der Gesellschaft tun, sondern ganz viele Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Verhaltensweisen, dann ist dann irgendwann die Frage dran, woher kommt denn das? Woher kommt denn eine selbstverletzende Gesellschaft? Und selbst eben insgesamt, wenn man hinguckt, also was wir so tun, was weiß ich, Ökokrise und Co., könnte man eben auch sagen, wir als Gesellschaft sind eine selbstverletzende Gesellschaft, weil wir eben an Dinge tun, von denen wir wissen, dass wir sie besser lassen sollten. Also eigentlich wissen wir, wir hätten schon längst aufhören sollen, irgendwelches schwarzes Zeug aus der Erde zu holen und es in die Atmosphäre zu pusten. Das wissen wir lange, aber wir hören einfach nicht damit auf. Ja, also wir machen das immer weiter, immer mehr. Wieder besseres Wissen. Das ist eigentlich klassisch im Coaching so die Ausgangslage. Also man hat einen Menschen, der tut irgendwas, der macht sich selber das Leben zur Hölle, der macht sich selber das Leben schwer und man fragt sich von außen, warum tut er das? Ja, warum macht ein Mensch das? Warum tut sich ein Mensch im weitesten Sinne selber weh? Warum schadet sich ein Mensch selber? Warum greift ein Mensch nicht zu anderen Verhaltensweisen, die durchaus zur Verfügung stehen, mit denen er sich selbst sehr viel weniger verletzen oder auch vielleicht auch gar nicht selbst verletzen würde? Warum machen wir Menschen uns selber das Leben schwer? Und darauf sind wirklich viele verschiedene Antworten möglich. Letztlich glaube ich, handelt es sich um eine Art Kontakt- oder Beziehungsstörung und wenn es sich um Einzelmenschen handelt, dann eigentlich um eine Art gestörten Kontakt des Menschen zu sich selber. Also man reagiert nicht mehr auf sozusagen die Primärsteuerung, tut mir gut, tut mir nicht gut,
sozusagen, das ist das, was zum Beispiel auch dafür sorgt, dass wir zum Beispiel beim Essen irgendwann aufhören, wenn halt es sich nicht mehr gut anfühlt oder dass wir bestimmte Sachen erst gar nicht zu uns nehmen, weil es eben sich nicht gut anfühlt oder dass wir eben genügend schlafen oder also ich gehe eben davon aus, dass wir alle mit einer Art eingebauten Navi unterwegs sind, das also ganz simpel kodiert ist nach der Devise tut mir gut, tut mir nicht gut, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an und dass wir also auf dieses Navi hören sollten. Ich weiß natürlich, dass wir in einer mittlerweile sehr komplexen Welt leben, in der dieses innere Navi, das uns evolutionsseitig vor Jahrzehntausenden eingebaut wurde oder sich entwickelt hat, dass also das Navi häufig auch fehlgeht. Also gutes Beispiel ist eben Zuckerkonsum. Ja, also unser Körper sagt einfach, hol dir das Zeug, weil das Zeug eben mal selten war. Und mittlerweile ist es halt nicht mehr selten. Wir leben in einer überzuckerten Welt und dann funktioniert halt dieses Navi nicht. Das gibt es, diese Fälle. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich fühlen, was einem gut tut. Zum Beispiel auch in Beziehungen. Also eigentlich, ich gehe davon aus, dass Menschen wahrnehmen können, wenn ihnen ein anderer Mensch oder eine gesellschaftliche Gruppenkonstellation oder nicht gut tut. Also zum Beispiel das Dasein in einem bestimmten Freundesclique oder in einer bestimmten Firma, in einem bestimmten Team. Dass Menschen das spüren können, dass sie da was sich Ungutes antun, wenn sie sich mit diesen Menschen abgeben oder sich bestimmte Dinge gefallen lassen. Faktisch tun das sehr viele Menschen über sehr lange Zeiträume. Also zeigen ein selbstschädigendes Verhalten, wie es im therapeutischen Kontext heißt. Naja, und das sind halt Indikatoren normalerweise für sowas wie Therapie oder mindestens halt ein Coaching, wo man dann halt nochmal nachguckt, warum zur Hölle greift ein Mensch zu Verhaltensweisen, mit denen er sich selber schadet. Und insofern ist also die These, dass Menschen immer im positiven Sinne selbstinteressiert handeln oder sozusagen sich selber nutzen oder sich selber was Gutes tun, zumindest wenn du Coach bist, kannst du das nicht mehr glauben, weil du die ganze Zeit den Gegenbeweis da hast, gegenüber hast. Also du bist im Gespräch mit Leuten, die ganz offensichtlich sich selber ausbeuten, sich selber schädigen, ganz offensichtlich sich selber nicht gut tun. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn das nicht vorliegt, gibt es keinen Coaching-Bedarf. Also ich habe schon mit vielen Leuten auch gearbeitet, die dachten, sie bräuchten ein Coaching. Nach kurz oder lang sind wir darüber eingekommen, dass das wohl ein Irrtum war. Ja, nach der Devise alles gut eigentlich. Das gibt es halt auch. Ne? Also, dass Leute denken, sie haben ein Problem und man dreht die Sache dann auf links und schaut sich das von oben, von unten, von allen Seiten an und einfach, es gibt kein Problem. Es gab nur die Idee, dass es ein Problem geben könnte und eigentlich ist gerade alles gut. Was doch einfach eigentlich schön ist, weil es gar nicht so weit verbreitet ist, dass Leute einfach mal auch gar kein Problem haben. Auch das gibt es natürlich. Und da könnte man natürlich auch fragen, wie kommt denn dieser Mensch auf die Idee, überhaupt ein Problem zu haben? Könnte man auch hinterfragen. Ja, wie auch immer, Selbstverletzung meines Erachtens eben aus vielleicht auch einer Berufskrankheit heraus, aus einer Deformation professionell heraus, ist sehr viel mehr weiter verbreitet, als wir vielleicht denken könnten. Merkwürdige Sache, wie das eben dazu kommt, dass wir eben auch in so schlechten Kontakt stehen mit uns selber und das eben nicht bei einigen wenigen, sondern bei sehr vielen Menschen. Ich selber bin ein solcher Mensch, der in keiner sonderlich guten Kontakt zu sich selber steht und das zeigt sich meines Erachtens durch mehrere objektive Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, wo man einfach sagen muss, dieser Mensch tut sich überwiegend nicht sehr gut. Und natürlich habe auch ich viel daran gearbeitet, das besser zu machen, aber ich stoße da immer wieder an gewisse Grenzen, sage ich mal. So, wie auch immer, führt zu nichts wahrscheinlich dieses merkwürdige Video. Ich habe ja immer im Hintergedanken, dass es auch einfach sehr viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat, die eben nicht gerade guten Kontakt zu sich selber fördert, sehr viel mehr uns überformt mit Erwartungen an uns und auch sehr starken Bewertungen und Moralisierungen unserer Verhaltensweisen, das tendenziell dazu führt, dass eben wir in nicht guten Kontakt mit uns selber stehen. Und ich bin eben auch der Meinung, dass guter Kontakt zu sich selber einfach in Interaktion überhaupt erst gelernt wird. Also dass sozusagen Kinder durch eben geeigneten Umgang, vor allem mit erwachsenen Menschen, aber teilweise dann auch mit Gleichaltrigen, erlernen, mit sich selber in einem guten Kontakt zu stehen. Und wenn das halt nicht erlernt wird, also wenn sozusagen die Interaktionen gewisse Schlagseiten haben, wenn vielleicht sie auch eben mit Erwachsenen erfolgen, die selber mit sich selber nicht in guten Kontakt stehen, dann lernen eben Kinder nicht sich in guten Kontakt zu stehen. Sie wissen vielleicht auch gar nicht, was es heißt, mit sich in guten Kontakt zu stehen. Und dann ist also dieses innere Navi eine Ausfallerscheinung, beziehungsweise ist halt immer verzerrt und sagt einem, dass bestimmte Dinge gut sind, die aber gar nicht gut für einen sind und warnt einen nicht vor anderen Dingen, die wirklich schlecht für einen sind. Man kriegt es einfach nicht mit, was man sich da antut. Und ich kann nur sagen, ich habe wahnsinnig viel mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun gehabt, die über Jahre hinweg sich selbst schlecht behandelt haben. Und daran arbeitet man dann halt gemeinsam im Coaching und versucht halt da zu gucken, lässt sich da eine neue Gewohnheit, eine neue Praxis institutionalisieren, einführen,
lässt sich da neue Gewohnheit schaffen, die halt diesem Menschen einfach besser tut, mit der er sich dann halt selber weniger schadet oder sich sogar selber richtig, richtig gut tut oder sich vielleicht auch ganz salopp gesprochen, sich das Leben sehr viel leichter macht als bisher. Und oft gibt es da Möglichkeiten, trotz aller, was ja mein Hauptthema ist, trotz aller gesellschaftlichen und politischen Begrenzungen erlebt man im Coaching natürlich leichte Lösungen, die viel leichter sind, als man gedacht hat. Man erlebt also, dass Leute lange, lange wirklich schwer gelitten haben, letztlich eigentlich sinnlos, weil es leicht gewesen wäre, dieses Leiden zu vermeiden und eben nicht schwer. Da gibt es eben auch den berühmten Fehlschluss von der Schwere des Leidens auf die Schwere der Änderbarkeit. Also nicht immer ist es so, dass weil etwa ein großes, wirklich objektiv großes Problem besteht, unter dem jemand auch objektiv wirklich schwer leidet, dass es deswegen so ist, dass das schwer änderbar wäre. Ja, also eigentlich als Coach arbeitet man genau in die Gegenrichtung. Man geht davon aus, dass auch schwere Leiden leicht änderbar sind. Und das ist halt total kontraintuitiv, weil man sich dann immer denkt, wenn man selber der Betroffene ist, ja, wenn es so leicht änderbar ist, dann hätte ich es ja schon längst geändert. Ja? Also es gibt eben auch so ein gewisses, wenn man lange an was leidet, so ein gewisses Sinnverlangen. Oder ist, wie soll ich sagen, es ist gar nicht so leicht, das dann zu verarbeiten oder damit klarzukommen, dass man vielleicht über Jahre gelitten hat und das war völlig umsonst. Ja? Also man hat sozusagen, wenn man es jetzt ganz pathetisch sagt, über Jahre sein Leben zum Fenster rausgeworfen, ja, oder man hat Lebenszeit verschwendet, wertvolle Lebenszeit, eben indem man sie in unguten Konstellationen, in unguten Firmen, in unguten toxischen Beziehungen verbracht hat. Und es wäre gar nicht nötig gewesen. Man hätte das auch schon vor Jahren leicht ändern können. Ja, wenn man also so an dieser Sinndimension dran ist, dann muss man auch sagen, manchmal leiden Menschen einfach auch deswegen weiter, weil jetzt aufzuhören zu leiden würde bedeuten, dass das bisherige Leiden sinnlos war und auch die ganzen Coping-Strategien, die man entwickelt hat, um mit dem Leiden klarzukommen, auch überflüssig waren. Also viele Menschen haben ja so eine Art Primärleiden, also etwas, was ihr wirklich an ihnen ständig scheuert und reibt und wirklich wehtut. Und dann entwickeln sie natürlich Verhaltensweisen, die auch Investments sind, also die zu entwickeln und die aufrechtzuerhalten mit einem gewissen Aufwand, um mit dem Leiden klarzukommen. Und wenn man dann also sozusagen das Ding bei der Wurzel packt und das Ursprungsleiden, das Primärleiden beseitigen kann, dann ist nicht nur sozusagen das Leiden sinnlos, das die ganze Zeit über angedauert hat, sondern auch die Coping-Strategien, also die Strategien, die man drumherum gebaut hat, um mit dem Leiden klarzukommen. Das sieht dann plötzlich aus wie ein Fehlinvestment und das tut natürlich weh. Ja. Und das heißt, manchmal leiden wir einfach deswegen weiter, weil wir schon lange gelitten haben. Das ist nicht schön, aber als Betroffener kann ich sagen, das gibt es. Und ja, insofern, wir Menschen sind einfach sehr, sehr merkwürdige, sehr, sehr, will nicht sagen komplizierte, aber doch sehr erstaunliche Wesen, was wir da so alles entwickeln können und ausbilden an Verhaltensweisen. Es ist häufig wirklich sehr, sehr viel, zumindest komplexer, als es erstmal aussieht. Und wann immer wir denken, ja, das ist doch ganz leicht änderbar bei jemand anderen oder vielleicht auch bei uns selber, lohnt sich auf jeden Fall ein näherer Blick, weil wenn es eine Möglichkeit gibt, das auch leicht zu verändern, dann tatsächlich geschieht das eher in einer empathischen Perspektive oder wir könnten auch ganz pathetisch sagen, aus Liebe, in einem liebevollen Blick auf sich selber oder einem liebevollen Blick auf andere Menschen, wo wir dann halt auch das würdigen, was dieser Mensch vielleicht auch ausgehalten hat die ganze Zeit, auch wenn es vielleicht ein sinnloses Leiden war, aber es war doch eine Leistung, damit klarzukommen und damit auch überhaupt zu überleben mit all diesem, was die Leute so mit sich rumschleppen. Also kurz gesagt, ich gehe davon aus, dass wenn es solche Änderungen gibt, wo also auch große Belastungen, großes Leiden, großer Schmerz plötzlich von einem Tag auf den anderen geändert werden kann, wenn sich Verhaltensweisen, die zu diesen Leiden führen, auch von einem Tag auf den anderen geändert werden können, dass das immer nur geschehen kann in einer sehr, sehr, sehr empathischen Perspektive, in einer sehr, sehr liebevollen Blick auf den Menschen und seine bisherigen Verhaltensweisen und auch auf die Gründe, aus denen er sich so verhalten hat. Also kurz und pathetisch. Solche Arten von Veränderungen, große, tiefgreifende Veränderungen, die also großes Leiden schlagartig beändern, brauchen wirklich sehr, sehr viel Empathie, sehr, sehr viel Liebe. Und dann sind sie manchmal unter bestimmten Umständen möglich, natürlich nicht immer. Ja, das gibt halt Grenzen. Ja, es gibt halt Grenzen und es gibt Dinge, die sind möglich und es gibt Dinge, die sind unmöglich. Aber nicht ganz selten geht sehr viel mehr, als man erst mal gedacht hätte. So, in aller Verkorkstheit dieses merkwürdige Video über Selbstverletzung aus der Sicht eines sowohl Betroffenen, der eben sich immer wieder selbst verletzt, scheinbar ohne Not, und auch aus der Perspektive von jemand, der professionell damit von der anderen Seite her arbeitet und also keinen kleinen Teil seines bisherigen Lebens damit verbracht hat, sozusagen andere dabei zu unterstützen, das zu beenden oder in andere neue Formen zu überführen. In diesem Sinne, ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Demokratie gelost werden muss, gelost werden sollte.